geht's nicht gut. Okay, das normale Anleuchten funktioniert hier wahrscheinlich nicht so gut. Ist gar nicht. So, ich bin fast tot, das ist ja gar kein Problem. Okay, er lädt sich wieder so ein bisschen auf, aber... Knapp. Sehr, sehr knapp. So. Was denn? Wo denn? Ach komm, jetzt hört er auf. Jetzt schmeißt... Was ist das hier mit Schubkarren? Schmeißt er? Jetzt hört er auf. So, das ist jetzt... Das meinst du, das wirfst du mir jetzt entgegen, ja? Schubkarren und Fässer. Das wird mich nicht aufhalten. Ich warf die Tür direkt vor seiner Visage zu. Er flehte mich an, sie zu öffnen. Und das Arschloch dachte wirklich, ich würde gehorchen. Ich empfand kein Mitgefühl mehr. Schuld auch nicht. Nicht seinetwegen. Einen Moment genoss ich das Geschrei. Ich muss dabei gelächelt haben. Zu mir war keine Zeit. Das Dunkel war hier bei mir in der Hütte. Oh, nicht doch, Alter. Ja, das klingt natürlich auch so irgendwie, dass die Dunkelheit immer mehr auch von uns Besitz ergreift. Als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Na, für wen nicht? Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher, schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein und sie rückte näher. Hochleistungstaschenlampe, das finde ich ja gut. Ah, it's a trap, Alter. It's a trap. Okay. So, und natürlich geben wir als erstes wieder zum Loot. Damit es auch ja die Falle aktiviert. Scheiße. Okay, hier vorne. Oh, schön. Eine Leuchtfackel. Sehr gut. War da noch einer? Manchmal sieht man irgend so einen Kanten flimmern und denkt, oh ja, da liegt was Schönes. Denn wenn man näher kommt, Pustekuchen. Und da kommen sie alle. Tschüss! So, schnell nachladen. Wunderbar. Das, tja, hallo? Ich wollte gerade sagen, so, wo mietet hier das Tor nicht weiter auf? Kommt da noch jemand? Oder sind die hier? Los. Na, geh doch weg hier. Nein. In den Fuß geschossen. Schön. Also ich hab's immer noch nicht wirklich raus, wie ich mich wirklich gut und effektiv aus so kleinen, brenzligen Situationen, wie sie gerade eben waren, irgendwie befreien kann. Das ist ärgerlich. Naja, weil dieser Dodge-Move, dieses Rennen einfach. In light, you can hurt them. Okay. Der ist halt nicht wirklich effektiv. Also funktioniert zwar irgendwie, aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht aus der Tür rausgekommen. Er hat sich zwar so weggedreht, aber ich bin am Türrahmen hängen geblieben. So, und jetzt, ja. Der Schnisse effektiv, gell? So, hier haben wir nochmal ein Radio. But it's out. Oh, ein Fernseher! Wir halten die Fakten unseres Daseins für sicher. Dabei sind sie nur eine dünne Fassade der Selbsttäuschung. Tarnung für einen Kosmos aus Wahnsinn und Horror. Zu oft haben die Sterne recht. In Night Springs. Eine neue Folge von Night Springs. Familientreffen. Journalist.
heißt, Alvin Dernitz Reise zur Erforschung der Sitten einer Inselgemeinschaft in Night Springs war weniger als erfolgreich. Bis heute. Schön, dass Sie Ihre Meinung geändert haben. Alte Bräuche, örtliche Mythologie. Mein Redakteur liebt sowas. Nun, Mr. Derleth, wir sind keine Ausstellungsstücke. Aber Sie haben uns Ihre Ernsthaftigkeit bewiesen. Oh, es ist mir ernst. Machen Sie alles wie sonst. Also die Stimmen passen so gar nicht zu den Gesichtern. Dass Sie uns helfen. Uns fehlt jemand. Und Sie hätten ein direkteres Erlebnis. Wirklich? Natürlich, Mr. Derleth. Tja, das ist wohl das Mindeste. Was soll ich tun? Oh, hier. Ein Kuss kann es zeigen. Oh. Ich. Ah, das Böse. Oh nein. Das Fleisch ist Nixie Pirka. Er ist zufriedengestellt. Ihr Körper wird seine 1000 Jungen in Folge Herr werden. Liebling, ganz ruhig. Alvin Derleth musste etwas lernen. Wer Mythologie sucht, kann auch von ihr gefunden werden. Und diese Suchen tragen Früchte. Night Springs. Oh, eine großartige neue Folge Night Springs gewesen. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. So, ohne Manuskriptseite. Die Dunkelheit kam auf mich zu, saugte alles auf, was nicht nied- und nagelfest war, zerrte an meiner Kleidung. Ich sah die Leuchtfackel, die der Entführer fallen gelassen hatte, und warf mich darauf, als ich spürte, wie meine Füße vom Boden abhoben. Die Dunkelheit umschlang mich wie ein Tornado. Irgendwie konnte ich die Fackel entzünden. Die Dunkelheit brüllte und stieß mich fort. Ich fiel in Richtung des dunklen Sees tief unter mir. Okay. Also, oh Gott. Okay, schöner Point of No Return. Kann ich nachladen? Nein, ich habe natürlich nichts. So, schnell nachladen. Okay, jetzt werde ich mich wahrscheinlich eher mit dem Leuchtfackel hier ein bisschen verteidigen müssen. Ach komm, hör doch auf! Hör doch auf! Hier schon eine Hochleistungstaschenlampe und das Ding ist trotzdem für den Arsch. Also was heißt für den Arsch? Aber das dauert ja ewig irgendwie. Also ich sehe hier nicht den großen Vorteil irgendwie im Gegensatz zu der normalen Taschenlampe. Ja, wenn hier so ein Bulldozer auf mich zukommt. Achso, wieder mal das falsche B. So, drei Leuchtfackeln genommen. Batterien haben wir. Leider keine Leuchtpistolenmunition. Nein, leider nicht. Nachladen. So, hier vorne können wir noch mal kurz hin. Leuchtpistolenmunition bitte. Nein. So, okay, einmal Tür öffnen. Vorne steht ein Fahrzeug. Das ist jetzt die Frage, können wir es benutzen? Und wenn? Selbst wenn, wie weit würde ich diesmal kommen? Weil die letzte Fahrt, die endet ja sehr abrupt. Sehr, sehr abrupt.
aus? Nein, sieht nicht so aus. Ja, wir könnten es benutzen. Das finde ich ganz gut. Ich guck mal hier vorne nochmal ganz schnell. Oh. Okay, er stürzt selbstständig ein. Gut. Noch nie hatte mich der Sonnenaufgang so gefreut. Mir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Ja, so eine Mine ist doch jetzt aber auch nicht so der geilste Place, wo man hin will jetzt. Ich meine, klar, sucht halt hier den Führer, ne? Aber eine Mine? Hm. Das Bergwerk war nicht mehr weit. Es ist nur noch dunkel. Naja, bisschen weg ist schon. Immerhin können wir jetzt hier nicht unbedingt Luftlinie fahren. Alter, wenn ich diese Treppe da sehe. Ach, du fahrst schon mit dem Auto? Heute würde ich den Entführer treffen. Er würde mir alles übergeben. Er musste es. Naja, wir haben aber nichts. Er greift nach dem Strohhalm. Wir haben kein Manuskript, wir haben nichts, Alter, was wir ihm geben können. Oh, wir können fahren. Mag das mal. Fahr ich noch ein paar Meter. Schritt für Schritt, fast unmerklich, hatte ich begriffen, dass die Geschichte aus meinem Manuskript wahr wurde. Der Fortlauf der Handlung führte mich tiefer und tiefer in dunkle Gewässer. Man hatte mir Alice genommen. Barry war vermutlich eingesperrt. Ich war auf der Flucht vor dem FBI. Die ganze Welt war vom Dunkel übernommen und trachtete nach meinem Leben. Alles fühlte sich real an, klang aber auch nach einer Geistesstörung. Ja, hier ist wohl leider Ende. Schade. Schade. So, okay. Hier vorne nochmal ganz kurz nach Manuskriptseiten schauen. Wir müssen ihm ja irgendwas geben. Wir können sie so mit 4 Seiten ankommen. Hier, bitteschön. Obwohl, letztendlich ist natürlich die Frage, ob er einfach nur das Ende haben wollte. Naja, er wollte eigentlich nur das letzte Kapitel. Das Ende quasi sozusagen. Okay, kann ich hier auch hochfahren? Nee, das ist ja blöd, nicht wahr. Komm ich mit dem Truck nicht hoch. Oh, ist doch mal ein schöner Ausblickspunkt hier. Ausblickspunkt, ich glaube, das ist das falsche Wort. Schöner Aussichtspunkt. Schön. Aber gefällt mir. Finde ich gut. Sehr friedlich. Ah. Okay. Gut. Also mir graut es ein bisschen vom Berg weg, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie. Ja, enge, dunkle Gänge, irgendwie, du siehst die Feinde wahrscheinlich halt einfach direkt, wenn sie nur vor dir stehen. Oder die Axt hinten in den Rücken rammen. Ansonsten wartet. Oh, da könnte ich schon das nächste Auto wieder nehmen. Och, Alan, atme. Meine Güte. So, hier haben wir ein Radio. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesen Song in Dauerschleife überlassen habe. Aber ich wurde aufgehalten. Wisst ihr, ich bin jemand vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Dem müsste man mal gute Manieren beibringen und in den Hintern treten und nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich weiß, das sind nur magere Infos und dafür entschuldige ich mich. Ich sollte vielleicht wirklich die Klappe halten, aber ich bin gerade so angesäuert. Denn ehrlich, manche Menschen sollten einfach keine Dienstmarke tragen. Ich bin auch froh, dass Sheriff Breaker da war, um die Dinge glatt zu bügeln. Und falls jemand zuhört, den ich gestern Abend getroffen habe, dann tut es mir leid, wenn sie mein Mundwerk in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie sind hier nicht der Böse. Alles Gute, Junge. Und ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Und nun zu etwas Erfreulicherem. Alles klar, Pat. Unser Gast den ganzen Morgen lang ist Dr. Nelson. Aber zuerst etwas Musik. Danke dir. Ich rechne dir das hoch an. So, weiter geht unsere lustige Journey. Ist immer witzig, dass man so ab und zu erzählt. Ich meine, gut, warum hätte man jetzt auch einfach über die Brücke fahren können? Also, hätte man jetzt nicht kaputt machen müssen, irgendwie nur um jetzt umzusteigen und ins nächste Auto zu steigen. Für so eine Thermosflasche. Ich meine, klar, wir haben dafür einen schönen Ohrensessel gefunden. Huiuiuiui. Aber weiß ich nicht. So, da vorne haben wir nochmal so einen Aussichtsturm. Boah, okay. Wir haben, die Karre hat wahrscheinlich ganze 15 PS und wiegt aber dafür 18 Tonnen. So, und ich möchte mal mit dem Plymouth weiterfahren. So, stecken wir aus. Und ich gehe mal da hoch. So, Dixie-Toilette. Ich muss nämlich ganz schnell auf Toilette. So. Kann ich hier fahren? Ja! Oh, ich fahre mit dem weiter. So. Hier oben werden wir bestimmt noch irgendwas finden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ah, it's a radio. Willkommen zurück auf KBFFM. Hoffentlich hat euch das Lied gefallen. Doktor, Sie sprachen über das Leben und darüber, wie man jemand Besonderen findet, einen Seelenverwandten. Naja, Sie haben darüber gesprochen. Ich sagte, dass ich nicht daran glaube. Wissen Sie, das erstaunt mich, denn ich hielt Sie immer für einen hoffnungslosen Romantiker. Sie haben mich erwischt, Pat. Aber ich glaube, Liebe findet sich dort, wo man nach ihr sucht. Und es bedarf einer Menge Sucherei, so viel ist sicher. Aber die Vorstellung, dass dort draußen diese eine besondere Person auf einen wartet. Und wenn man die Chance verpasst, ist sie für immer weg. Und man bleibt auf ewig unvollständig. Ich meine, ist das nicht deprimierend? Oder vielleicht sogar kindisch? Es schwimmen eine Menge Fische im Meer. Und scheinbar hat der Fischer für jede Situation ein Gleichnis parat. Aber ist das, was Sie sagen, nicht etwas drastisch? Nein, ich sage, dass die Hoffnung, eine solche Verbindung zu jemandem aufzubauen, nicht auf einen Zufallstreffer beschränkt ist. Inwiefern ist das drastisch? Naja, das ist ein tröstlicher Gedanke. Ich möchte gerne etwas Persönliches dazu sagen. Okay. Also, es ist nicht so, dass ich es zwangsläufig anders sehe als Sie, aber ich kann das nicht in Einklang bringen mit dem, was ich fühle oder was ich für jemand anderen gefühlt habe. Denn sie war die eine, wirklich. Und sie... Ich habe zugelassen, dass sie sich von mir entfernt. Vielleicht habe ich nicht hart genug daran gearbeitet, wer weiß. Aber seit damals, und es ist lange her, aber seit damals hat es niemanden mehr gegeben. Niemanden wie sie. Und ich sage damit nicht, dass ich ihr nachhänge oder mich nicht davon gelöst habe. Ich mag mein Leben. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Aber ich vermisse, wie sie mich vervollständigt hat. Mit dem Herzen kann man nicht diskutieren. Tut mir leid, Freunde. Ich habe gestern Abend etwas Beängstigendes erlebt und sagen wir mal so, das hat einiges in mir losgetreten. Tja, naja, man sagt ja, also ich kenne den Spruch tatsächlich so irgendwie, oder das Sprichwort irgendwie, dass du halt dich exakt dreimal verliebst im Leben. Also nicht verliebst, sondern halt dreimal liebst im Leben. Damit meine ich jetzt nicht Kinder oder so, oder halt Eltern, sondern halt Liebe. Man halt seinen Partner entwickelt. So, los. Ich zähl mit der Schlope, Alter. Das ist doch voll die Ludenschleuder hier, ey. Geil. Wie gut. So. So, könnt ihr jetzt hier hingehen? Ist das jetzt hier der Eingang? Ich würde sagen, ja, ne? Aber laut Wegpunkt... Nee, laut Wegpunkt muss ich noch woanders hin. Die Frage ist, lohnt sich das jetzt überhaupt? Ich war zu früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. Na gut, okay, ich lauf mal kurz ganz nach oben. In der Hoffnung, was zu finden. Hoffentlich jetzt nicht gleich wieder ein Radio irgendwie, damit wir hier noch ein bisschen Spielfluss haben. Ah, es ist eine Manuskriptseite, sehr schön. Mort war enttäuscht, als er den Schreiber auf der Fähre ausspionierte. Sein Boss hatte Wake als etwas Besonderes dargestellt, aber Mort war nicht beeindruckt. Er hatte aber einen Blick auf die Frau geworfen und sie gefiel ihm wirklich. Mort hatte davon geträumt, Wake in einen Kampf zu verwickeln, doch das war nicht passiert. Aber er würde noch herausfinden, ob der Schmierfink was drauf hatte. Das hatte man Mort versprochen. Ja, stimmt. Wir haben ihn auf der Fähre schon getroffen. Mod? Was für ein beschissener Name, Alter. Mod. Sie, mein Herr, sind Schochmod. Scheiße. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, wir fahren nochmal weiter. Ja, komm, wir steigen nochmal kurz in unser Auto und fahren nochmal ein bisschen nach links weiter. Hier kannst du also auf den Hof fahren. Visitors Parking. Ja, da bin ich ordentlich. Steck mich hier. So. Ja, das sieht gut aus. So, das kann ich vertreten. Okay, gut. Dann schauen wir hier kurz rein. Lore. Oh, Thermoskanne. Ich habe immer noch keinen Plan, wofür die Thermoskannen da sind.
So, warte mal, ich konnte was lesen. Hier konnte man. Da. Obwohl das Gebiet schon früher besiedelt war, ist die eigentliche Entstehung der Stadt Bright Falls, der Gründung der Bright Falls Mining Company und der Eröffnung der Bright Falls Bergwerks im Jahr 1878 zu verdanken. Obwohl die Arbeit hart und gefährlich war, arbeiteten viele Einwanderer, unter anderem Deutsche, Polen, Italiener, Finnen und Schweden im Bergwerk. Mhm. Ja, naja, war ja wahrscheinlich so die einzige Möglichkeit, hier Geld zu verdienen. Obwohl der Bergbau zunächst große Gewinne abwarf, nahm er im 20. Jahrhundert beständig ab. Es gab zwar reiche Vorkommen, an denen jedoch schwer ranzukommen war, und die vulkanischen Aktivitäten in der Gegend machten die Minenschächte besonders gefährlich. Naja. So, was kann man denn hier? Eine Axt? Ein... Keine Ahnung, was das ist, da ganz links? Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Eine Weste. Eine schöne Spitzhacke. Na. No. Okay, wir gehen weiter. Oh. Eine Manuskriptseite. Als Nightingale weg war und der Nachtwind durch das kaputte Studiofenster hereinwehte, starrte Maine Sarah an. Der Sheriff schaute weg. Maines Stimme bebte vor kaum beherrschter Wut. Der Knabe ist mehr mit Saufen als mit Denken beschäftigt. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Sarah. Er hat einen kranken Blick. Mein Wort darauf, er ist nicht grundlos hinter Wake her. Dahinter steckt nichts Gutes. Ja, Pat ist auf jeden Fall sowas von auf unserer Seite. Ein Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake im Jahr 1970 flutete trotz verhältnismäßig geringer Stärke die meisten der tiefgelegenen Tunnel und oder ließ sie einstürzen. 32 Bergleute verloren bei dem Vorfall ihr Leben und alle Bergbauaktivitäten rund um Bright Falls wurden endgültig eingestellt. Heute stehen viele der erhaltenen Gebäude als historisches Wahrzeichen unter Denkmalschutz. Boah, also selbst das jetzt so als reines Museumselement aufrechtzuerhalten, muss schon echt heftig schwer sein, weil ich sag mal, guck dir das an, das ist ja nur mit Bindfäden hier zusammengehalten. Und das ist komplett in den Zeiten ausgesetzt. Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Pure Verzweiflung trieb mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen. Boah, echt sein Ernst, Alter? Er ist nicht gekommen? Wake! Wo stecken Sie denn? Planänderung. Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Ich hab's satt, herumgeschickt zu werden. Sie wollen Ihre Frau doch lebend wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wake. Hallo? Hallo? Ah! Ich bring ihn um! So, kann ich rüberhüpfen? Ich musste zum Mirror Peak. Ja. Hm. Hum. Hum. Vielleicht näher als je zuvor. An was denn? An was denn, Mann? An was sind wir denn dran? Ich hoffe ja gar nichts. Wunderbar. Manuskriptseite. Als Thomas Zane sich in Barbara Jagger verliebte, ging das schnell. Sie war jung, lebhaft, schön, voller Leben. Er war nie ein sehr glücklicher Mensch gewesen und ohne erkennbaren Aufwand hatte sie all das verändert. Zane fühlte sich zum ersten Mal im Leben wohl. Alles, was sie tat, erwies sich als Teil eines Puzzles, von dem er nicht geahnt hatte, dass es ihm fehlte. Und das Beste war, sie ließ die Worte fließen, kraftvoll und schnell. Sie war seine Muse.
Ja, dann wird er ihr wohl sehr schnell verfallen sein. So, okay. Na gut, dann... Oh je. So, eine Menge Munition. Das heißt nichts Gutes. Okay, hier hast du oben auf dem Wagen. Alter, das sind echt viele. Nein. Satz mit Dex. So, los, komm, lauf. Ja, dann müssen wir so ein bisschen kanalisieren hier. Hau doch ab! So, okay, hier hinten ist noch einer. So, also die Hochleistungstaschenlampe braucht natürlich auch eine Menge Zeit, um sie wieder aufzuladen. Das ist natürlich eine ganz bittere Pille, Freunde. Eine ganz bittere Pille. Mann, ich drück hier mal den falschen Knopf. Wow. So, also die Sache mit den Gegenständen, die ist schon fies irgendwie. Oh, guckt euch doch mal an, wie langsam das mit der Taschenlampe jetzt geht. Ich bin am Arsch. Ich bin richtig am Arsch. Blendgranaten, schön, die finde ich gut. Okay. Oh. Tür ist zu. Also die Atmosphäre dieses Spiels ist unglaublich geil. Wirklich. Also, ich... Wie gesagt, das ist ja eigentlich das ist die Remastered-Version. Und die ursprüngliche Version kam ja, glaube ich, 2010 oder sowas raus. Und... Also, großartig. Ist einfach großartig. Okay. So, ich kann nicht durchleuchten. Vielleicht ist oben ein Loch, wo ich reinleuchten kann. Das wäre... Von Vorteil. Nein. Nein. Doch, aber hier. Na los. Schon Lust auf. Nein. So. Tatsächlich ist dieses Konzept mit Licht und Schatten halt auch wirklich sehr, sehr schön. Von diesem Spiel, ne? Ist jetzt nicht einfach nur so ein... Ich sag's mal ganz blöd, so ein Resident Evil Spiel oder sowas. Ne? Was ihr auch gut und gerne designen könnt zu der Zeit. Oh! Aber ich dachte... Scheiße, ich dachte, er wäre schon weg. Oder waren es zwei? Oh, das war fies jetzt gerade. Hätte ich ein bisschen besser aufpassen müssen. Hab ich mich ein bisschen verquatscht. Scheiße.